Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Bei den beiden Büchern, die ich euch heute zeigen möchte, handelt es sich bei beiden um New Adult Bücher, also um Liebesromane und wir fangen mal mit dem Buch an, was mir besser gefallen hat, und zwar war das Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Ich muss sagen, dieses Buch war ein Traum. Es war einfach ein Traum. Das war eine so tolle Geschichte und sie war einfach so gut und so toll und ich liebe dieses Buch und ja, ich erzähle euch aber erstmal, worum es in diesem Buch geht. In Verliebt in Mr. Daniels geht es um Ashlyn und Ashlyn erlebt etwas sehr, sehr Dramatisches und zwar stirbt ihre Zwillingsschwester an Krebs. Und damit kommt sie nicht so wirklich zurecht und auch ihre Mutter kommt damit nicht zurecht und so schickt sie Ashlyn fort zu ihrem Vater. Und Ashlyn hat zu ihrem Vater nie wirklich Kontakt gehabt, er hat nie zum Geburtstag angerufen, so wirklich, der hat das immer vergessen und hat sich halt nie um seine Kinder gekümmert und ist deswegen nur nicht begeistert, dass sie zu ihrem Vater ziehen soll und hat aber natürlich keine andere Wahl, als das zu tun, was ihre Mutter ihr sagt. Und ja, so kommt es, dass Ashlyn nach der Beerdigung ihrer Schwester zu ihrem Vater zieht und stellt dann dort erstaunlicherweise fest, dass ihr Vater eine eigene Familie hat. Denn er lebt mit einer Frau zusammen, die ebenfalls zwei Kinder hat, von der Ashlyn bislang nicht wirklich irgendwas wusste. Und das ist so ein weiterer Punkt von Sachen, die Ashlyn so überhaupt nicht gefallen und womit sie auch nicht wirklich weiß, wie sie mit umgehen soll. Und der einzige Lichtblick zu dem Zeitpunkt in ihrem Leben ist ein Typ, den sie im Zug kennengelernt hat. Dieser Typ fasziniert sie vom ersten Moment an. Er sieht natürlich unglaublich gut aus, aber er hat auch etwas an sich, was Ashlyn einfach faszinierend findet. Und sie ist mit diesem Typ mal ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dieser Typ ist Musiker und lädt Ashlyn dann ein, zu seinem Auftritt in eine Bar zu kommen. Ashlyn stellt dann an diesem Abend fest, wo sie zu dem Konzert geht, dass Daniel ein Mensch ist, mit dem sie seelenverwandt sein könnte. Er versteht sie wie kein anderer und sie versteht ihn wie kein anderer. Und die beiden spüren einfach sofort eine ganz, ganz heftige Verbindung zwischeneinander. Und ja, und fühlen sich auch miteinander wohl. Und sie verabreden sich dann auch wieder für die darauffolgende Woche. Doch leider kommt alles ganz anders. Denn als Ashlyn am Montag in ihre neue Schule geht und ihren neuen Englischlehrer sieht, stellt sie mit Erschrecken fest, dass es Daniel ist. Und was mit den beiden alles passiert und ob ihre Liebe trotz allem eine Chance hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, ich hatte Angst vor dem Buch. Ich hatte wirklich Angst vor dem Buch, weil ich schon ein, zwei Schüler-Lehrer-Geschichten gelesen habe, die absolut schrecklich waren, die ich überhaupt nicht mochte, mit denen ich auch nicht viel anfangen konnte. Und deswegen hatte ich da echt ein bisschen Angst, dass das wieder so eine Schüler-Lehrer-Geschichte ist, mit der ich nichts anfangen kann. Aber Brittany C. Cherry hat es einfach drauf, Geschichten zu schreiben. Und dieses Buch ist einfach so toll. Diese Schüler-Lehrer-Serie spielt aber von der Handlung her nicht eine große Rolle. Sie spielt natürlich schon eine wichtige Rolle, aber nicht eine große Rolle. Denn es gibt noch ganz viele andere Sachen in dieser Geschichte, was wichtig ist, was noch passiert, womit die beiden fertig werden müssen, was auch eine wichtige Rolle spielt. Und da geht diese Schüler-Lehrer-Sache so ein bisschen unter, was ich aber nicht schlimm finde. Und ich kann nur sagen, von der Handlung her hat mir das Buch richtig gut gefallen. Allein der Anfang hat mich total schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Buch so startet. Und dass man gleich mit sowas konfrontiert wird am Anfang. Und ja, es war einfach richtig, richtig toll zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, was in dieser Geschichte passiert ist, mit was für Probleme und Konsequenzen die beiden leben müssen. Und dieses Buch war einfach so unglaublich gut. Ich habe echt gelacht in dem Buch. Ich habe geweint, wo ich das gelesen habe. Dieses Buch hat mich echt zerstört. Also es gab eine Stelle in diesem Buch, die hat mich echt einfach nur zerstört und ich war wirklich zutiefst traurig und erschüttert und ich habe einfach echt gelitten in der Geschichte und das schafft Brittany C. Cherry immer bei mir, dass ich wirklich komplett bei den Charakteren bin, dass ich in der Geschichte voll mitgehe, dass ich komplett in die Geschichte eintauchen kann und so war es halt bei Verliebte Mr. Daniels auch wieder. Dieses Buch war einfach so unglaublich gut. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, top, also mehr geht da gar nicht und es war einfach, wie gesagt, so viel mehr als eine Schüler-Lehrer-Geschichte und jeder, der deswegen davor zurückgeschreckt ist, den kann ich beruhigen. Das spielt, wie gesagt, eine wichtige Rolle in der Geschichte, aber das dominiert die Geschichte nicht und das finde ich richtig, richtig gut und diese Geschichte war einfach so der Hammer. Die Handlung war so toll, die Charaktere waren auch richtig gut.
Ich finde Ashlyn als Protagonistin ganz, ganz toll. Ich konnte mich super in sie hineinversetzen. Ich habe sie verstanden von der ersten Seite an. Ich habe ihre Ängste verstanden, ihre Zweifel verstanden. Ich konnte verstehen, dass sie mit dem Tod ihrer Zwillingsschwester überhaupt nicht umgehen konnte. Ich konnte ihre Verzweiflung, was ihren Vater betrifft, verstehen. Und ich war einfach komplett bei Ashlyn in der Geschichte. Und auch was Daniel anbelangt, Daniel ist auch ein so toller Charakter. Er ist einfach so... so, so toll. Er ist einfach Ashlyns Gegenpart und das merkt man einfach immer wieder in der Geschichte an diesen Dingen, wie sie miteinander umgehen auch. Und es war einfach so richtig gut. Und auch die ganzen anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch drin vorkommen, die sind auch richtig toll. Die haben alle eine gewisse Tiefe, die Charaktere, die werden beleuchtet, die bekommen alle ihren Hintergrund quasi, dass man auch weiß, warum die Charaktere so sind, wie sie sind. Und ich fand es einfach nur richtig, richtig gut. Und was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Top, die waren auch ganz, ganz toll. Ich war komplett bei den Charakteren die ganze Zeit. Ich habe mit denen gelitten, mit denen gelacht, mich mit denen gefreut. Ich war wütend mit denen. Und das ist ja für mich immer so das Wichtigste, was ein gutes Buch ausmacht, dass ich wirklich mit den Charakteren fühlen kann. Und das war bei dem Buch definitiv gegeben. Und deswegen kann ich auch nur hier sagen, top, besser geht es einfach nicht. Was das Setting betrifft, haben wir hier ein ganz normales amerikanisches Setting. Wir befinden uns zu Beginn der Geschichte, ich glaube, in Chicago wohnt sie. Und dann fährt sie aber nach, oh Gott, wo wohnt denn ihr Vater? Auf irgendeinem, in irgendeiner Kleinstadt. Wisconsin, in Wisconsin wohnt ihr Vater, ja. Und ich muss auch sagen, dass diese Kleinstadt in Wisconsin, wie das alles beschrieben wurde und auch die Highschool, das hat mir richtig gut gefallen. Brittany C. Cherry schafft es da echt wirklich immer richtig gute Bilder in meinen Kopf zu pflanzen, dass ich halt auch mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen kann und auch die Interaktion mit den Charakteren kann ich mir immer sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Der Schreibstil. Ich glaube, zum Schreibstil von der Autorin brauche ich nichts mehr sagen. Ich liebe ihn. Brittany C. Cherry findet immer so wunderschöne Worte, genau wie die Übersetzerin der Bücher. Die findet auch immer so wunderschöne Worte und Ausdrücke, Dinge zu beschreiben und zu erzählen wie kein anderer. Und ich mag das einfach total. Ich mag diese ganze Ausdrucksweise. Ich mag die ganze Art, wie die Geschichte erzählt wird. Das ist einfach genau meins. Das ist mitfühlend. Das ist für mich auch einzigartig. Und ja, ich finde es einfach wunderschön, den Schreibstil. Und wie gesagt, mir gefällt auch die Übersetzung richtig gut. Die muss ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Lobenswerterweise. Und ja, also das ist einfach ein so toller, romantischer, gefühlvoller, emotionaler Schreibstil, dass das... diese Metaphern, die hier benutzt werden und wie gesagt, diese Wortgewandtheit auch, die hier an den Tag gebracht wird, das ist einfach so gut und ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also es ist einfach ein wahnsinnig toller, romantischer, gefühlvoller Schreibstil, der mir mehr als gut gefällt. Also zum Schreibstil kann ich nichts weiter sagen, außer dass der perfekt ist und ich den liebe und ich glaube, ich von der Autorin jedes Buch lesen würde, was sie veröffentlicht. Auch, wie gesagt, wenn ich wie bei Verliebt in Mr. Daniels ein bisschen Angst habe, aber allein diese ganze Art und Weise, wie sie die Geschichten erzählt, ist total meins und ich liebe, liebe, liebe es. Ich kann zu dem Buch eigentlich auch mehr nicht sagen, außer dass es eine wunderschöne Liebesgeschichte ist, die mich total berührt hat, die mir auch jetzt noch total nahe geht, wenn ich an bestimmte Dinge aus dieser Geschichte denke und ja, die ich definitiv kein letztes Mal in meinem Leben gelesen haben werde. Also das ist so ein Buch, das werde ich immer in Ehren halten und das werde ich garantiert noch 2-3 Mal in meinem Leben lesen und es ist einfach so, so toll und ich kann euch Verliebt in Mr. Daniels auf jeden Fall nur empfehlen. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir von diesem Buch mehr versprochen und mehr erhofft, da es von einer meiner Lieblingsautorinnen geschrieben wurde und ich weiß nicht, irgendwas hat bei diesem Buch für mich einfach gefehlt, dass es mich richtig berührt hat, denn ich habe zwar mitgefühlt mit den Charakteren, aber es hat mich persönlich jetzt nicht richtig berührt. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist ganz, ganz komisch zu beschreiben. Es war gut, mir hat auch die Geschichte gefallen, aber so richtig nahe gegangen ist mir das nicht. Jetzt so wie bei Verliebt in Mr. Daniels, wo ich wirklich komplett mitgelitten habe und alles. Und ich weiß nicht, was es war, was da gefehlt hat. Ich kann euch das nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall geht es um Play On, Dunkles Spiel von Samantha Young. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, dass es definitiv nicht mein Lieblingsbuch von der Autorin werden wird. Ich erzähle euch aber erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um die junge Amerikanerin Nora O'Brien. Und Nora ist der Liebe wegen nach Edinburgh gegangen. Nora hat dann aber in Edinburgh gemerkt, dass das irgendwie doch alles nicht so ist, wie sie sich das erhofft hat. Und 3 Jahre, nachdem sie dorthin gegangen ist, ist ihr nichts mehr geblieben, quasi außer Schuldgefühlen. Und
Nora ist in einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nicht wirklich weiß, was sie mit ihrem Leben machen soll. Sie tritt quasi auf der Stelle. Und ja, da tritt Aiden in ihr Leben. Und Aiden ist ein Sturm quasi. Aiden zieht sie vom ersten Moment an in ihren Bann und weckt Gefühle in ihr, von der sie dachte, dass sie sie nie haben könnte. Und ja, die beiden lassen sich dann aufeinander ein, obwohl beide eigentlich an einem Punkt in dem Leben sind, wo sie es eigentlich nicht machen sollten. Und trotzdem versuchen sie, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Doch dann passiert etwas. Und er taucht dann einige Zeit später wieder auf und Nora kann damit nicht wirklich umgehen, denn er ist ein komplett anderer Mensch, wie zu der Zeit, wo sie sich getrennt haben, denn er scheint sie jetzt wirklich abgrundtief zu hassen und sie hat keine Ahnung, warum. Sie hat keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Sie weiß nicht, was sie ihm getan hat, dass sie das verdient, von ihm so behandelt zu werden. Und ja, was da alles genau da dahinter steckt und was mit den beiden alles in dieser Geschichte noch passiert, das ist es quasi, worum es in diesem Buch im Großen und Ganzen geht. Das ist in etwa auch das, was auf dem Klappentext steht. Ich habe mich jetzt hier mal an den Klappentext gehalten, weil ich auch einfach nicht zu viel von der Geschichte verraten wollte. Ich kann nur sagen, dass die Geschichte quasi in drei Teile unterteilt ist. Wir haben einmal den Beginn der Geschichte, wo Nora in Amerika ist und Jim kennenlernt, mit dem sie dann nach Edinburgh geht. Dann haben wir die Zeit quasi, die Nora mit Jim in Edinburgh verbringt und dann haben wir quasi das dritte Kapitel in der Geschichte, wo sie dann halt Aiden trifft. Und ich muss sagen, dass ich das Ganze von der Handlung her nicht gut fand. Also mich hat das Ganze eher verwirrt als alles andere. Der Prolog spielt 2015 in Edinburgh und dann das erste Kapitel 2011 wieder in Amerika. Huch, ist das Buch umgefallen? Entschuldigung, bleib stehen. Und dann machen wir einen Sprung 3 Jahre später, dann machen wir wieder einen Sprung nochmal Zeit später. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Ich fand, das war vom Aufbau her der Geschichte irgendwie irritierend auch gemacht. Das war nicht so hundertprozentig meins und vielleicht bin ich auch deswegen nicht so richtig mit der Geschichte zurechtgekommen. Denn ich muss sagen, es hat mich schon sehr verwirrt. Denn die Sachen, die auf dem Klappentext stehen, sind ja eigentlich immer so Sachen, die so in Büchern so meist so auf den ersten 100 Seiten passieren. Und das ist bei dem Buch aber nicht so. Das, was auf dem Klappentext steht, ist das, was eigentlich erst viel, viel später in dem Buch passiert. Und das hat mich schon irgendwie irritiert und das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe auch, wie gesagt, zu Beginn der Geschichte mit was ganz anderem gerechnet, wie mit dem, was es dann schlussendlich war. Und ja, ich kann nur von der Handlung her sagen, wie gesagt, dass es mich ein ganzes Stück weit verwirrt hat und dass ich den Aufbau der Geschichte, dass das nicht meins war einfach. Also das war mal was anderes, aber das war jetzt nicht ganz persönlich meins. Und deswegen kann ich nur sagen, die Handlung war gut, die war okay. Grundsätzlich die Storyline der Geschichte hat mir gut gefallen. Aber ich bin halt dadurch nicht so richtig reingekommen in die Geschichte. Was die Charaktere betrifft, mochte ich Nora total. Ich konnte sie gut verstehen. Nur irgendwann an einem Punkt habe ich schon gemerkt, dass sie mir ein bisschen auf den Keks geht. Denn ihre Schuldgefühle und ihr Selbstwertgefühl, was nicht da gewesen ist, immer wieder in bestimmten Situationen. Das hat mich schon irgendwie genervt, denn eigentlich hatte sie sich schon weiterentwickelt und fiel dann immer wieder in das alte Muster zurück, was ich auch irgendwie verstehen kann, aber mich persönlich hat das in der Geschichte dann teilweise eher genervt als alles andere. Und auch diese Sache mit Aiden dann zum Ende hin, das war auch jetzt nicht so meins und das hat mich auch ein bisschen genervt. Ja, ansonsten, was die Nebencharaktere betraf, wie Jim und Aiden und auch alle anderen, die haben mir gut gefallen, die mochte ich sehr, mit denen habe ich sehr sympathisiert. Ich konnte die Verhaltensweisen der Charaktere nachvollziehen. Ich konnte verstehen, warum jeder Charakter das gemacht hat, was er gemacht hat und das war gut. Also da kann ich nichts anderes sagen, außer dass mir das gut gefallen hat. Aber wie gesagt, mit Nora hatte ich so dann ab einem gewissen Punkt in der Geschichte so 1, 2 kleine Problemchen, obwohl ich sie eigentlich mochte. Was das Setting betrifft, brauche ich glaube ich nicht sagen. Die Geschichte spielt größtenteils in Edinburgh in Schottland und ich möchte da unbedingt mal hin. Ich liebe das immer, wenn Samantha Young Bücher schreibt, die in Schottland und in Edinburgh spielen, denn sie schreibt das einfach so toll und sie beschreibt Edinburgh einfach immer so toll und sie umschreibt das Ganze so richtig gut und ich mag das einfach. Und ja, vom Setting her kann ich nur sagen, hat mir richtig gut gefallen, mochte ich sehr und da kann ich mich auch nicht beklagen. Was den Schreibstil von Samantha Young angeht, der war wieder
ein richtig schöner, locker leichter, romantischer Schreibstil, passend zur Geschichte. Er war dramatisch, er war spannend. Also was das betrifft, kann ich mich auch echt nicht beklagen. Aber wie gesagt, durch diese Handlung, durch den Aufbau der Geschichte, da hat mir einfach irgendwie was gefehlt. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer Play On ist eine gute, solide Liebesgeschichte, war jetzt aber nicht hundertprozentig meins. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich im Vorfeld erst Verliebt in Mr. Daniels gelesen habe, denn ich habe die Bücher wirklich am Stück gelesen. Also erst das und dann das hinten dran. Oder woran das genau gelegen hat. Aber so richtig hundertprozentig abholen konnte mich Play On leider nicht, was ich ein bisschen schade fand. Aber so ist das halt, ne? Uns kann nicht immer jede Liebesgeschichte hundertprozentig gefallen. Und es ist trotzdem eine gute, solide Geschichte, aber haut mich jetzt halt nicht aus den Socken. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns rein theoretisch ja morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.